Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Develi Crochet. Das ist der dritte Versuch, dieses Video aufzunehmen. Der kleine Mann will einfach nicht schlafen, er will aber auch nicht wirklich kuscheln. Also probieren wir es jetzt mal mit der Wiege und dem Spielzeug. Ja, mal gucken, wie ich diesmal so durchkomme. Ihr seid auf meinem Handarbeitspodcast Sweet Little Things gelandet. Hier geht's ums Häkeln, Stricken, Nähen, Spinnen und all die süßen kleinen Dinge drumherum. Ja. Wie ihr gemerkt habt, wenn ihr öfter einschaltet, letzte Woche gab es kein Video. Ganz einfach, man hört es mir immer noch ein bisschen an. Ich bin noch verschnupft. Letzte Woche Donnerstag wäre es sogar noch vom Verschnupftheitsgrad gegangen. Ich hätte aufnehmen können, aber ich habe mich nachmittags... Vormittags hatte ich einen Termin, oder? Nee. Vormittags war ich mit meinen Söhnen beschäftigt. Nachmittags, am frühen Nachmittag, hatte ich dann einen Termin beim Augenarzt mit meinem großen Sohn, weil er den Sehtest bei der U8 verweigert hatte. Und danach habe ich mich in Tegel im Wollwind, dem Wollgeschäft im Norden, mit der lieben Tina von Elfenwolle getroffen und habe mit der einen schönen Nachmittag dort verbracht. Und die Mimi war da vom Yarnchicks Podcast, die hatte an dem Tag Schicht, die hat gearbeitet. Und ja, wir hatten wieder eine super Beratung, wir haben viel gequatscht und gelacht. Mein Großer hat seinen Milchreis gegessen und sein Brötchen, was wir noch geholt hatten. Tina hat ja schon in ihrem letzten Video gezeigt, was ich ihr zum Geburtstag geschenkt habe. Und ich bekomme auch ein Geschenk von ihr, da freue ich mich schon total drauf. Den Kammzug Sturmreiter auf der Fasermischung mit Minze. Ja, der kleine Mann hat seine Stimme entdeckt, deshalb wird er uns wahrscheinlich noch ein paar Mal hier ins Video quatschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ansonsten könnte ich kein Video aufnehmen, weil wenn das so ist wie gestern, dann wird er den Tag über nicht viel schlafen. Ich glaube nämlich, er zahnt etwas und da ist er lieber wach als zu schlafen. Ja. Genau, ich werde am Samstag dann bei der Wollnerin sein. Nicht nur, um ein Geschenk abzuholen. Ich wollte eh dahin, da mein kleiner Spinnkurs mit den Damen aus meinem Handarbeitstreff am letzten Donnerstag auch ausgefallen ist. Der wurde abgesagt von einer Teilnehmerin, weil die keine Zeit hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, verschieben wir es. Und da habe ich jetzt ja dann noch Zeit. Also es wurde schon die Woche vorher am Freitag abgesagt, als wir Handarbeitstreffen hatten. Und da will ich diesen Samstag ein oder zwei Kammzüge noch kaufen bei der Wollnerin. Die verkauft nämlich auch Tinas Elfenwoll-Kammzüge. Ja. Und während Amor mich hier hinten bekuschelt, starten wir mal mit den Fortschritten. Und als allererstes kann ich euch den Fortschritt an meiner Cozy Memory Blanket zeigen. Die stricke ich ja auf 3,0er Shiagu-Nadeln, festes Seilsystem, die roten mit dem Kabel innen drin, 3,0er, 80 cm Seil. Und ich benutze Reste vierfädiger Sockenwolle. Der Kleine ärgert sich gerade, dass er nicht den Vogel abmachen kann, der da an seinem Mobile hängt, was an der Wippe mit dran ist. Ja, das ist natürlich doof, wenn man da ran möchte und nicht dran kommt. Ich habe drei Quadrate dran gestrickt. Ich will ja zwei pro Woche. Also eins für diese Woche habe ich auch schon fertig. Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Jetzt will er es aber auch wissen mit seiner Stimme. Und wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, habe ich auch schon ein nächstes angeschlagen. Ja. Die Decke stricke ich nach einer Anleitung von Ladybug Laboratories. Das ist eine YouTube-Anleitung und das ist eine, wo man halt zum Squaren, also zum Quadratisch machen, mit halben Quadraten arbeitet. Und hier muss ich dann auch mal an die Seite welche setzen. Hier ein halbes dran, damit ich hier auch wieder welche reinsetzen kann. Aber ich muss mal gucken, wann ich das mache.
Da muss ich Zeit für haben, um mir das Video anzugucken. Weil bei denen hier unten, habe ich ja im letzten Video schon gesagt, hatte sie ja einen Fehler drin. Und die hier an der Seite, die sind ohne Mittelrippe. Da muss man mal sehen, ob da auch ein Fehler drin ist. Ich werde euch mal kurz pausieren und mal gucken, ob ich dem kleinen Mann irgendwie helfen kann, an seinen Vogel zu kommen. So, ich habe ihn mal auf seine Decke gelegt, auf seine Activity-Decke, wo er mich auch gut sehen kann. Mal gucken, wie lange das hält. Wahrscheinlich nicht so lange, aber da muss ich halt wieder unterbrechen. Da müssen wir heute durch. Dann habe ich schon wieder vergessen. Ich habe etwas fertig. Und zwar die Socken. Die habe ich ja auf der 3-0er Holz und Stein. Rundstricknadel gestrickt, zwei zur gleichen Zeit. Das letzte Mal war ich hier bei beiden. Ups, so. Und dann kam noch ein bisschen Muster und die Spitze dran und die passen ihm super. Vor allem, wenn man die hier so umkrempelt. Dann sitzen die richtig, richtig gut am Fuß. Achtfach Sockenwolle ohne Farbbezeichnung vom Oranienburger Wollfärbeduo gefärbt und gekauft vor 2 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Und wo wir bei Socken gerade sind, kann ich euch noch einen kleinen Fortschritt zeigen. Und zwar das La Pejata-Muster, was wir als September-Muster haben im Devilly Socks Call 2018. Die erste Socke ist ja schon fertig, die liegt aber im Schlafzimmer, die habe ich jetzt nicht hier. Und das ist die zweite, da war ich das letzte Mal hier und habe halt einen Mustersatz nur dran gestrickt. Wolle ist von Stricklillis Bunte Welt, habe ich im Tausch erhalten mit Katharina von Late Night Knitting. Ist eine ganz normale Vierfachsockenwolle in Grau-Lila. Ich stricke das auf den 2,5er Crazy Trios und ich zopfe, auch wenn es nur zwei Maschen sind oder insgesamt 4 Maschen, zopfe ich mit einer Zopfnadel von Adi, die hier drin steckt, deshalb kann ich sie ja nicht finden. Und die finde ich genial, die finde ich super. Die sehen schick aus in dem Silber und es lässt sich richtig gut mit denen zopfen. Die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Premium-Zopfnadeln. Ja, das wären die September-Socken. Die Oktober-Socken waren ja schon fertig. Die habe ich ja verwichtelt. Da kann ich euch auch, dafür muss ich dann nochmal, wenn ich Pause gedrückt habe, meine Wichtelsocken holen. Alles andere habe ich hier. Das kann ich euch nämlich auch zeigen. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Aber die Novembersocken müssen ja noch gemacht werden. Da war ich beim letzten Mal hier. Ist auch ein Mustersatz hinzugekommen, aber bei beiden Socken. Und die stricke ich auch per Magic Loop mit einem 1 Meter Seil mit Haia 2,5er spitze dünne Nadeln. Die Wolle ist so ein knalliges Orange gefärbt von der Westerwälder Wollschmiede und gekauft auf der Kreativmesse in Koblenz. Ich war natürlich nicht auf dem Westerwälder Wollfest, wie ich es vor 2 Videos irgendwie erzählt habe. Ich war mit der Andrea Knitting Fairy 1983 auf der Kreativmesse in Koblenz. Ja, das dazu. Ich zeige euch nachher auch noch neu angeschlagene Sachen. Da sind auch noch mal Socken dabei, aber erstmal weiter mit den Fortschritten. Dann gibt es ein paar Fortschritte bei meinen Handschuhen, Kinderhandschuhe. Das sind ja, wird ja das Little Fox Muster aus dem Buch Big Book of Knitted Mittens. Und das Muster ist, Moment, ich hätte es mir auch vorher schon mal notieren können. Meine Seiten kleben zusammen, weil mein Großer so eine Gummitierschlange hatte und die genau da drauf gepasst
gepatscht hat. So. Der Fuchswurz. Der Fuchs und hier die Handschuhe aussehen sollen. Ich stricke die auf selbstgefärbter Sechsfach-Sockenwolle. Das orangebraun. Trekking Sechsfach-Sockenwolle und das helle ist Naturweiß Fine Merino Socks Sechsfach. Das ist sozusagen die Oberseite und das ist die Unterseite und die werden gegengleich gestrickt vom Muster her oder spiegelverkehrt gespiegelt. Ja, und soweit bin ich. Beim letzten Mal hatte ich gerade das Bündchen fertig und jetzt bin ich schon so weit. Ich habe gerade an den Stellen, wo hier der grüne Faden ist, da kommt später der Daumen hin. Das ist eine interessante Technik. Da kommt dann der Daumen rein. Und ja, stricke ich auf einem 1 Meter Seil von Haya Haya. Das sind die Haya Haya Sharps in 4 mm. Und jetzt weiß ich auch, wo meine 4 mm Nadeln aus dem einen Set drin stecken. Die habe ich nämlich schon irgendwie gesucht und überlegt, wo die sind. Jetzt weiß ich es. Die stecken hier drin. Ja, es strickt sich auch ganz gut. Aber ich habe momentan echt, glaube ich, zu viele Projekte auf den Nadeln. Und es werden nicht weniger, sondern wahrscheinlich eher noch mehr. Noch mal einen kleinen Schluck trinken. Der kleine Mann sieht gerade einigermaßen frustriert aus. Naja, gut. Dann das nächste Projekt mit Fortschritt ist der am 20. Oktober im Rahmen eines Knit-Alongs mit Hanna von Hanna Strick, Katharina von Late Night Knitting, Annette von The Nerd Knits, Jule von Jules Wollwolke, glaube ich, und Andrea strickt aber nicht mit. Aber auf dem Stricktreffen war sie mit dabei und im Laufe eines Mini-Kals angeschlagenen Exploration Station Kaufanleitung von Steven West. Beim letzten Mal war ich gerade mit dem Brioche fertig und ich bin jetzt im nächsten Teil. Ja, der ist schon sehr, sehr groß. Der schoppt sich hier auf den Nadeln. Das ist ein 80er Seil. Auch Haya-Haya-Wechselsystem. Zurzeit meine Lieblingsnadeln. Und Stärke ist 5,0. Ja, stricken tue ich das mit Sockenwolle, 2x4-fach Sockenwolle, ganz normale, die und die. Und jetzt muss ich mal Pause machen, die Post kommt. So, da bin ich wieder zurück. Hat alles ein bisschen länger gedauert, daher weiß ich nicht genau, wo ich war. Ich war offensichtlich beim Exploration Station von Steven West und wollte euch erzählen, was ich für Wolle benutze. Eben die helle und die bunte ist ganz normale Sockenwolle, von mir gefärbt, einfache Vierfach-Sockenwolle. Und das Weinrot und das richtig dunkelblau, das ist so eine vegane Sockenwolle vom Woolworth, also vegane Sockenwolle heißt, das ist einfach nur 100% Plastik. Naja, bisschen besser. Da, das ist das lilane und das ist das dunkelblaue. Und die ist schön weich, deshalb habe ich sie genommen. Lauflängen sind, wie gesagt, ganz normal. Ich glaube, die vegane hat 400 Meter und die anderen beiden haben 420 Meter auf 100 Gramm. Ja, ich muss mal gucken, ob ich mich hier irgendwie ein bisschen bequemer hinsetzen kann und mal einen Schluck trinken. Der Postbote hat nämlich gerade unser neues Waschmittel gebracht. Waschmittel ist gut, damit kann man auch Möbel und Wände und Fußböden und so einsprühen. Das ist so ein Bio-Reiniger, der Gerüche zersetzt,
weil irgendwie unsere Kater, die haben ja einen neuen Kratzbaum bekommen. Und unser einer Kater scheint damit nicht ganz klar zu kommen, dass jetzt zwei Kratzbäume hier stehen, sein alter und der neue, und dass ein Baby da ist und dass ich viel unterwegs bin, wenn ich den Großen in die Kita bringe, dass ich dann auch erst ein bisschen später wieder dann hier bin. Und ja, der puschert halt in eine Ecke der Wohnung und unseren oder meinen Sessel richtig schön ein. Und ja, ich reinige das alles, aber damit auch die tiefer gehenden Gerüche weggehen, nehme ich halt noch so einen Spezial-Bio-Reiniger. Hat da irgendwie Bakterien drin, die die Gerüche zersetzen. Irgendwie sowas in der Art. Ja, dann geht's weiter. Habe ich noch? Muss mal hier kurz unter meinen Sachen gucken. Okay, ich habe noch einen Fortschritt am Projekt und der Rest sind alles neu angeschlagene Projekte. Und ein Fortschritt, ein kleiner, ist an meinem Wiche von Neatime. Das ist eine Anleitung, die man bei Ravelry kaufen kann. Die habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag von der lieben Andrea, Knittingfee1983 auf Instagram. Und viel ist jetzt da nicht unbedingt weitergegangen. Hier war ich beim letzten Mal und das kam dazu. Der strickt sich irgendwie nicht so einfach von der Hand, weil die Rückreihen ja linke Reihen sind und das dauert immer ein bisschen. Aber bald kann ich ihn zur Runde schließen und dann geht's ab. Hoffe ich. ich stricke den auf 3,5er Higher Higher Sharps mit einem 80 cm Seil. Ja. Die Wolle ist Urojan in der Farbe Silence. Die habe ich im Rahmen meines KnitCred-Abos, was mir kostenlos zur Verfügung gestellt wird, erhalten. Es ist ein Speckled Single, 100% Superwash Merino, Fingering Weight 380 Meter auf 100 Gramm, 2 bis 2,25 mm Nadeln vorgeschlagen. Das ist so schön weich. Und das wird der obere Teil der Wiche-Tunika oder Wir. Und für den unteren Teil habe ich ja noch überlegt, was ich dafür nehme. Momentan steht ja eigentlich fest, mehr oder weniger, dass ich das hier benutze. Das ist auch aus einem KnitCred-Abo, auch kostenlos. Also KnitCred ist immer das, was mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Und das ist wieder Lana in der Farbe Chewy. Das ist Softest Sock, 75 Superwash Merino, 15% Nylon und 10% Kaschmir. Fingering Weight 400 Meter auf 100 Gramm. Nadelstärke 2 bis 2,5. Das soll der untere Teil werden. Davon habe ich auch zwei Stränge. Von dem grauen ist ja hier noch drauf, der zweite, auf meinem Wollabwickler. Ich hatte aber auch kurzfristig überlegt, aber die Überlegung habe ich, glaube ich, schon wieder verworfen, noch ein anderes Garn von KnitCred zu benutzen, und zwar das. Aber das ist ein bisschen zu dick. Das ist ein Garn auch von Vidalana, Dream, 300 Meter auf 100 Gramm, 70% Superwash Merino, 20% Seide, 10% Kaschmir. Sportweight, Nadelgröße 3,75 bis 4,5. Farbe Pimento. Also viele von den Garnen kann man auch noch auf der KnitCred-Website nachkaufen. Das ist ein bisschen zu dick und ich habe nur anderthalb Stränge. Ich habe ja schon eine Mütze aus dem anderen gemacht. Also wird es wahrscheinlich auf die wirklich hinauslaufen. Ja. Ich hätte euch gerne das nächste KnitCred-Abo schon gezeigt, also das für November. Normalerweise kommt das ja immer bis spätestens 12., 13. Des Monats bei mir an. Diesmal aber nicht. Die haben die alle ein bisschen spät rausgeschickt, weil KnitCred auf ein neues Lager gewechselt ist, auf ein größeres. Und ja, mein Cred ist noch unterwegs. Schauen wir mal.
Ihr kommt auf die Seite, indem ihr unter meinem Video auf den meinen Affiliate-Link klickt. Ihr seht auch über dem Affiliate-Link den Rabattcode für 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Ja, wenn ihr das nutzt, bekomme ich halt auch ein bisschen was gut geschrieben. Ihr müsst es aber nicht machen. Knapp 25 US-Dollar kostet das Abo monatlich. Es ist monatlich kündbar. Wenn ihr es für ein halbes Jahr oder ein Jahr abschließt, wird es günstiger. Ihr könnt dann aber natürlich nicht vorher kündigen. Ansonsten könnt ihr monatlich kündigen. Wenn ihr das sozusagen am 30.11. abschließt, kriegt ihr auch noch das November-Nitcred. Wenn ihr es am 28.11. abschließt und am 30. kündigt, bekommt ihr auch das November-Cred. Wenn ihr es am 28. abschließt, könnt ihr es auch gleich danach wieder kündigen, glaube ich. Ja. Ich würde da aber vielleicht einen Tag zwischen vergehen lassen, damit die wenigstens, also damit die wissen, dass das nicht aus Versehen abgeschlossen wurde und ihr wirklich noch das Cred bekommt. Wenn ihr es am 1. Dezember kündigt, bekommt ihr noch das Dezember-Cred. Und im Dezember wird es Chubby Yarn geben, ganz, ganz dickes. Da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf. Ich dachte erst so, ah, nee, kann ich vielleicht nicht so gut gebrauchen, aber mir schwebt da was im Kopf vor. Ja. Genau, monatlich kündbar, 25 Dollar und versandkostenfrei weltweit. Es gibt auch noch andere Creds, aber ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Ihr müsst halt unter 25 oder ja doch unter 25 US-Dollar bleiben, damit ihr nicht zum Zoll antanzen müsst. Ne? Aber ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch gleich im Anschluss, also jetzt direkt, wenn ich mir hier ein bisschen Platz gemacht habe, noch ein Projekt mit Knitcred-Wolle gerade auf den Nadeln. Einfach weil es sich angeboten hat. Ich habe euch ja die Spiralsäckchen gezeigt, die ich fertig habe, und ich habe neue angeschlagen. Ich weiß aber noch nicht so genau, ob ich die wirklich weiter stricke oder nochmal ribbel und auf kleinere Nadeln ziehe, weil die ein bisschen sehr groß sind. Das sollten auch Kindersäckchen werden. Weil vielleicht kann man die dann auch drüber ziehen über einen Strampler oder so, damit die Beinchen warm bleiben. Naja, die wachsen ja. Also Kinder wachsen ja schnell. Der zeigt mir nur die Vorderseite. Hier habe ich mal an der Spitze angefangen. Das ist auch ein 2 rechts, 2 links. Immer 4 rein und dann wird 1 links, 2 rechts, 1 links, 2 rechts, 1 links, 2 rechts, 1 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. Eine rechts, 2 links, eine rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. Also immer so gestrickt. Ich stricke das auf dem 80 cm Seil mit Magic Loop auf Nadeln von Haya. Und zwar sind das Vierernadeln. Vielleicht ziehe ich die aber auch nochmal und schlage das nochmal neu an und stricke es dann auf dreieinhalber. Dreiernadeln wären ein bisschen zu fest wahrscheinlich. Das Garn ist wie gesagt auch von Knitcred. Und zwar hat hier Knitology gefärbt. Und das ist die Farbe School Zone. Das ist Bouncy Worsted. 100 Gramm Superwash Merino Wool. Worsted Weight 164 Meter auf 100 Gramm. Vorgeschlagene Nadelstärke 5 mm. Also so sieht der Strang aus und so gewickelt. Und aus dem Garn habe ich euch schon mal eine Babymütze gezeigt. Eine Aviatrix, die ich gestrickt habe. Ja, das ist auch so schön weich. Also wenn das in einer anderen Farbe wäre, hätte ich mir daraus eine Mütze gemacht. Aber nee. Also wenn das Rosa hier weiß wäre, dann ja, aber nicht mit dem Rosa. Das ist nicht so meins. So, dann kann das auch erstmal wieder weg. Meine Nase geht immer weiter zu. Also das tut mir leid, dass ihr das jetzt so mit anhören müsst. Und ich muss mir jetzt mal was Neues zu trinken eingießen. Mein Wasser ist nämlich alle. Und wenn ihr es hier klackern hört im Hintergrund, das ist Amor. Der spielt auf dem neuen Kratzbaum, gegen den er ja eigentlich Protestpinkeln macht. Aber zum Spielen ist er dann doch gut genug.
So. Ich hatte vorher Mineralwasser drin mit Sprudel und jetzt habe ich hier so einen Wolwig mit Minze-Gurke. Das schmeckt, als wäre einem so ein Spermien-Kaugummi ins Wasser gefallen. Aber gut. Dann geht's weiter. Was habe ich noch? Genau. Ich habe noch eine Mütze angeschlagen für meinen großen Sohn. Stricke ich auch auf Magic Loop oder mit der Magic Loop Methode. Auf 5,5er Nadeln und einem 80er Seil mit Wolle von. Langjans, nämlich Carpe Diem. Ich glaube, das ist die Farbe 4997 und das andere die Partienummer. Das ist ein 50 Gramm Knäuel, 90 Meter. Vorgeschlagene Nadelstärke ist 6. Wie gesagt, ich stricke es mit 5,5 und es ist 70% Schurwolle und 30% Alpaka. Und die hat sich mein großer Sohn ausgesucht, als wir im Wollwind waren. Als ich mich mit Tina getroffen habe, da war er ja dabei und der Kleine auch. Und er wollte ja eigentlich so eine Zipfelmütze, so ein Aladdin-Head von Drops Design, wie ich auch schon zwei für seinen Bruder gestrickt habe. Ja, die eine in Senfgelb und die in dem knalligen Rot, die eigentlich für ihn sein sollte und dann doch sehr viel zu klein war. Obwohl ich die zweitgrößte Größe gestrickt hatte. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass er eine andere Wolle bekommt, eine dickere. Und da das mit den Maschen und dem Muster der Aladdin-Mütze dann nicht hingehauen hat, haben wir uns darauf geeinigt, dass er eine ganz schlichte Mütze bekommt mit Bündchen und glatt rechts. Und ich dann so einen kleinen Zipfel irgendwie obendran mache. Müssen wir mal gucken. Auch wie weit die Wolle reicht. Vielleicht muss ich noch ein Knäuelchen kaufen. Gucken wir mal. Die lässt sich super verstricken. Die ist schön weich. Er hatte erst eine andere Wolle in der Hand. Die war ein bisschen heller im Rot, noch ein bisschen knalliger, so Bäm rot. Aber die war ihm dann nicht weich genug. Ich versuche mal noch mal. Wupp. Die war ihm dann nicht weich genug. Und ja, dann hat er sich die ausgesucht. Überall hängen die Katzenhaare drin. Die Katzen sind auch schon wieder so verrückt nach meiner Wolle. Ich muss hier echt alles in Sicherheit bringen vor denen. Jetzt sitzen sie beide auf dem Kratzbaum und bekabbeln sich da. Naja, sollen sie machen. Hauptsache, die lassen mich jetzt erstmal in Ruhe, ne? So. Das war alles an gestrickten Sachen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sogar was Häkelmäßiges angefangen. Aber jetzt suche ich erstmal, bevor ich euch das zeige, die Anleitung kurz auf dem Handy raus. Damit ich euch ein Bild vom fertigen Werk zeigen kann, weil ihr mit dem, was ich euch gleich in die Kamera halte, nicht so viel anfangen könnt. Da sieht man noch nicht allzu viel, deshalb ich gucke mal kurz. Es ist eine Kaufanleitung von Fuchsgeschwister. Ich habe die über Crazy Patterns gekauft. Und zwar Fuchsgeschwister. Und zwar soll das ein Panda-Bärchen werden. Na, nun such doch mal. Ich habe ja schon den Dino gemacht von Fuchsgeschwister und das Reh. Und jetzt quatscht der Kleine schon wieder. Ich krieg eine Meise. Tut mir leid. Aber irgendwie blättert der hier nur für drei Anleitungen immer um und zeigt den Rest nicht. Jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich das finde.
Die hat wirklich ganz, ganz süße Sachen, aber jetzt finde ich die Panda-Bären hier nicht. Ich probiere es mal, wenn ich Geschwister Panda eingebe. Keine Ergebnisse, Fuchsgeschwister. Bär. Och, ernsthaft? Ich muss mal ganz kurz Pause machen, es tut mir leid. So, auf der mobilen Seite von Makerist habe ich es nicht gefunden, aber bei Crazy Patterns habe ich es gefunden. Also so sollen die mal aussehen, oder soll er mal aussehen, wenn er fertig ist. Ist eine Anleitung, die man kaufen muss. Ich habe die auch gekauft und ich habe ein Vorderteil gehäkelt. Da kommt jetzt noch mal so ein Teil, das kommt hinten dran, dann wird es zusammengehäkelt, dann kommen die Ohren, die Hände und die Füße und die Augenpatches und dann ist er irgendwann fertig. Wie gesagt, ihr erkennt hier jetzt noch nicht so viel. Ich häkel das mit einer 2,5er Knit Pro Waves Nadel und mit 100% gottzertifizierter Bio-Baumwolle von Mondial, und zwar die Mondial Cotton Soft Bio. Und die hat 180 Meter auf 50 Gramm. Ja. Genau. Wie gesagt, ich find die echt total niedlich. Und von Fuchsgeschwister habe ich ja schon diesen Langhalssaurier gehäkelt und das Reh. Und es ist alles so in der gleichen Art und Weise, dass man Amigurumis häkelt, aber nicht in Spiralrunden, sondern in Reihen. Ja. Dann habe ich euch noch ein paar fertige Quadrate zu zeigen. Und zwar habe ich mein Zoomloom benutzt und es hat mir ja niemand gesagt, dass das echt süchtig machen kann. Zu Zoomloom. Und zwar habe ich, das war mein erstes, aus handgesponnener Wolle. Ups. Das ist das zweite aus vierfädiger Sockenwolle. Dann habe ich noch mal eins, aber mit doppeltem Faden. Dann handgesponnen. Sechsfach oder acht, ich glaube achtfach Sockenwolle. Handgesponnen. Handgesponnen. Achtfach Sockenwolle, die kennt ihr von den Spiralsocken. Eins, zwei, drei. Die sind aus einem Single Garn von ein Crelando Single Garn von Lidl gekauft. Das ist ein Knäuel. Da habe ich mal eine Mütze für meine Schwester draus gemacht. Das vorletzte ist das hier. Das habe ich aus einem vierfach Hochbausch-Acryl-Bobbelrest gemacht. Und dieses ist aus der Wolle, der süddeutschen Merino-Wolle von Grosse Wolle, was mir kostenfrei mal zur Verfügung gestellt wurde zum Testen. Das waren also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 Quadrate. Und das 14. habe ich schon aufgezogen auf meinem Zoomloom. Da kann ich dann später dran weiter weben. So. Bevor ich weitermache mit noch ein paar Sachen, ich will euch noch ein Tauschpaket zeigen, mein Wichtelpaket, etwas, worauf ich ein bisschen stolz bin und ich habe Wolle gefärbt. Vorher muss ich aber noch mal zum Kleinen, der ist gerade wach geworden zwischendurch. Ich glaube, der hat noch mal ein bisschen Hunger. Da bin ich wieder.
Genau, dann zeige ich euch als erstes, mich da ranzuholen. Naja, zeige ich euch jetzt erstes mal ein Tauschpaket. Ich kann euch aber nicht mehr die Schokolade zeigen, die dabei war. Die habe ich schon vernichtet. Und zwar ging es darum, dass ich ja gesagt hatte, ich würde gerne mal die Sockenwunder von Xiagu ausprobieren. Und da hat eine Zuschauerin, die liebe Simone, mich gefragt, ob ich ihre haben möchte und wir ein kleines Tauschpaket daraus machen, weil sie würde ihre nicht benutzen. Und als erstes war da so eine süße Karte drin. Was da drauf steht, ist für mich. Dann war eine Schokolade drin, die gibt es nicht mehr. Die war mit Mandel, die war sehr, sehr lecker. Dann zwei so eine Sockenwunder, einmal in 3 mm und in 3,5. Und mir gehen gerade die Katzen total auf den Nerven, weil die da auf einer Tüte rumspielen müssen. Ihr merkt, ich rede jetzt wahrscheinlich etwas schneller, einfach weil ich merke, dass ich so langsam wieder ankündige, dass der kleine Mann keine Lust mehr zu schlafen. Waren ja jetzt auch schon 20 Minuten. Dann waren so ein paar kleine Holzlabels dabei zum Festnähen. Eine Handpflege von El Corina. Für trockene und stark angegriffene Hände, gerade das Richtige für den Winter. Und es war ein süßer. Es tut mir leid, wenn es jetzt knistert, meine ich. Ein süßer Maschenmarkierer oder Progress Keeper, besser gesagt, dabei. So ein Stern. Und ein paar Tees. Packe ich jetzt mal nicht aus, aber dann kann ich die demnächst trinken. Yay! Dankeschön, liebe Simone, und ich freue mich auch, dass der Wollstrang und die Projekttasche wohl und sicher bei dir angekommen sind und es dir auch gefällt. Und dann habe ich euch ja die Oktobersocken mit dem Muster Leaflein aus meiner selbstgefärbten Sockenwolle gezeigt. Und die waren ja für mein Wichtelkind bestimmt. Und jetzt habe ich von meiner Wichtelmama natürlich auch ein Paket bekommen. Dabei war eine Karte, wieder mit Worten, die nur für mich sind. Dann Tee von Westcliff, Kerzenzauber, karamellisierte Birne, Glücksmoment, Mandel-Orange und Winterharmonie, Orange, Zimt, Marzipan. Da freue ich mich auch schon auf alle. Von jedem waren zwei dabei. Jetzt kann ich die auch trinken. Die Süßigkeiten habe ich natürlich auch schon vernichtet. Dann war eine Kerze dabei. Und die Socken, um die es natürlich ging. Die sind jetzt nicht mehr ganz so schön in Form, weil ich die schon anhatte und gewaschen habe. Und das sind die. Hier mit so einem Rand. Zum Umklappen mit so einem Blätterrand. Ganz, ganz niedlich. Die passen auch super, sonst hätte ich sie ja nicht schon zwischendurch angehabt. Die sind schon zweimal gewaschen. So oft hatte ich die an. Ja. Dann kommen wir zu der Sache, auf die ich ein bisschen stolz bin. Und zwar, ihr kennt ja diese Gesellen hier, ne? Die Nonos nach Anleitung von Polari Pop, den Elefanten. Das Bärchen, Papagei, Katze, Hirsch oder Wild. Und den Frosch, wo der Frosch hin ist, weiß ich leider nicht. Den hat mein Großer so ein bisschen verlegt. Und jetzt gibt es das Buch dazu. Die Eva Maria Klingowski hat es veröffentlicht. Polari Pops Nein sagen mit der Häkelbande. Da ist alles Mögliche drin, Geschichten zu den verschiedenen Tierchen, dann Lesezeichen zum Basteln, ein Rezept für Honig,
Spiele. Und dann ist auch die Galerie der Helden hinten drin. Und da sind meine. Da sieht man auch den Frosch, den ich gerade nicht finde. Ich bin im Buch. Ich freue mich so. Ja. Und das Buch ist echt schön. Also da lernen Kinder wirklich mit, dass es absolut okay ist, auch mal Nein zu sagen. Dass man nicht zu allem Ja und Amen sagen muss. Dass man seine eigene Meinung haben darf. Und das Buch habe ich über Etsy gekauft. Ich glaube, das gibt es auch über Amazon. Und die Anleitungen der Nonos sind im Buch mit drin von diesen sechs. Ja. Ja, der Kleine regt sich, der quatscht gerade. Aber jetzt ziehen wir das noch durch. Zwei Stränge kann ich euch nicht zeigen. Das ist einmal der Gewinnerstrang von meinem Instagram 500 Abos Gewinnspiel und ein Tauschstrang. Ja, das Gewinnspiel ist ganz gut gelaufen, aber leider habe ich vergessen, das zu erwähnen. Ich dachte, das wüsste man, wenn man bei Instagram ist, dass wenn man sein Profil auf Privat hat, dass ich dann nicht sehe, wenn etwas geteilt wird. Und wenn ich schon mitbekomme, also ich habe nachgeguckt, wer alles unter meinem Foto kommentiert hatte. Und alle, die dort ein privates Profil hatten, denen habe ich eine Freundschafts- oder eine einen Folgeantrag gestellt. Und wenn man den nicht annimmt, kann ich auch nicht sehen, was da so geteilt wurde. Und deshalb sind ein paar eben nicht mit in die Verlosung gekommen. Genauso wie ein paar einfach nicht mich richtig verlinkt haben. Ich habe gelten lassen, wenn man mich auf dem Foto getaggt hatte. Aber wenn auch das nicht passiert ist, dann ja, war es halt Pech. Ich muss mal ganz kurz aufstehen und mir mal kurz was holen. Genau, und zwar habe ich gefärbt auf meiner Glittersocks-Base oder auf den beiden, auf der Gold-Glitter-Base und auf der Silver-Glitter-Base. Die haben eine Zusammensetzung von 71% Schurwolle, 24% Polyamid und 5% Lurex und haben 400 Meter auf 100 Gramm. Und bevor ich euch zeige, was ich gefärbt habe, drücke ich nochmal auf Pause und hole mal den kleinen Schreihals hier rein. So, Mausi ist jetzt wieder hier drin. Das heißt, ihr hört ihn vielleicht wieder. Er hat ja jetzt ganze 20 Minuten geschlafen. Das reicht anscheinend wieder. Naja, wie gesagt, ich habe gefärbt auf meinen Glittersocks-Bases. Und zwar sind es drei verschiedene Farben. Und jeweils auf Gold und auf Silber. Und als erstes haben wir Pinky. Das ist ein Pink mit Grau. Auf Gold und auf Silber. Dann haben wir Violetta. Das ist nicht ganz so pink, wie es gerade aussieht, mit vereinzelten lila Stellen. Das sollte eigentlich im Gesamten so lila werden. Es ist aber, die Farben sind aber gebrochen, gecrackt. Auch auf Gold und Silber. Und dann haben wir noch zwei, und zwar den Grünschnabel. Gold, Silber. Und diese Färbungen sind auch nachfärbbar auf all meinen anderen Bases. Also, falls da jemand Interesse hat, kann er gerne nachfragen, auch welche Bases ich jetzt
habe, aus dem Kopf kann ich sagen, ich habe 100% Merino und 50-50 Merino und Seide, jeweils 230 Meter auf 100 Gramm. Ich habe noch die Glitzersocken. Ich habe Babyalpaka mit 800 Meter auf 100 Gramm. Ich habe 50-50 Merino und Alpaka mit, ich glaube, 300 Meter. Da nagelt mich nicht fest, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mich an, sage ich euch. Dann habe ich BFL Nylon 400 oder 420 Meter. Ich habe BFL Nylon als DK. Wait. Das Alpaka und Merino oder Merino und Alpaka, das war Sportweight. Und dann habe ich noch auch 400 oder 420 Meter mit, ich glaube, 60 Merino, 20 Alpaka und 20 Seide. Oder? Ich kann es euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist es Merino und Alpaka. Es könnte aber auch statt Seide Nylon sein. Aber falls ihr da Interesse dran habt und wissen mehr wollt, welche Base ich habe und auch die Preise und so, weil es sind noch nicht alle Bases im Shop. Die werden nach und nach einziehen, wenn ich die dann färbe. Die sind nämlich relativ neu erst reingekommen. Wer sich aber dafür interessiert, der kann mich anschreiben und dann bekommt er auch die Preisliste und dann können wir das gerne färben. Wie gesagt, die kann ich alle nachfärben. So ähnlich. Hundertprozentig genau gleich werden die ja nie. Das sind nur mal Handfärbungen. Aber ich habe mir aufgeschrieben, wie viel ich von jeder Farbe benutzt habe. Und auch wo ich es hingetan habe. Sozusagen an welche Stellen. Und ja. Wenn ihr auch andere Farbwünsche habt, könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Wir werden uns da schon einig. Ja. So, ist der Podcast doch nicht ganz so lange geworden wie gedacht. Ich würde euch so gerne noch die beiden anderen Stränge zeigen. Aber ich weiß, dass die Gewinnerin meine Videos guckt. Und die Gewinnerin, mit der hatte ich schon mal ein Tauschpaket. Für die ist auch der Tauschstrang. Weil sie mich gefragt hat, ob ich von ihrem Sohn, der hat einiges an Mützen und Handschuhen und Schals und sowas, was er nicht mehr braucht, ob ich das auch gerne hätte im Tausch gegen den Strang Wolle. Und da habe ich gesagt, jo, gerne. Weil Kindergarten und so verlieren die Kinder ja doch gerne mal was, vor allem Handschuhe. Wir haben viele Handschuhe, aber immer nur noch einen. Mal gucken, vielleicht kann ich euch im nächsten Video, wenn es angekommen ist, mal ein Foto dran hängen von den beiden Strängen. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts großartig zu sagen, außer dass morgen wieder der Handarbeitstreff im Galeria Kaufhof am Alexanderplatz ist. Ab 16 Uhr oben im Dinea-Restaurant auf der rechten Seite, Fensterfront mit Blick auf den Bahnhof. Und am Samstag bin ich bei der Wollnerin, zumindest kurz, um die Spinnfasern zu kaufen und um kurz mit Tina zu quatschen. Je nachdem, wie der Kleine mitmacht, ob ich dann noch da bleiben kann auf dem Stricktreffen oder ob ich dann wieder nach Hause fahre. Das wird sich zeigen, auch wie viel Platz da ist, weil ich ihn ja im Kinderwagen mitnehmen muss. Der Große wird wahrscheinlich das erste Mal bei den Eltern meines Freundes übernachten, von Samstag auf Sonntag. Da bin ich schon sehr gespannt, wie er das macht. Wir hatten gestern einen Zahnarzttermin, weil er mit seinem besten Freund zusammengehauen ist und jetzt einen Wackelzahn hat. Wir hoffen, dass der wieder fest wird. Am besten ohne Verfärbung, aber wir nehmen auch einen festgewordenen Zahn mit Graufärbung. Besser als wenn er jetzt schon rausfliegt. Der ist ja gerade mal 4 geworden und das ist ja nicht so toll, wenn dann so ein Milchzahn fehlt. Aber gut, es gibt Schlimmeres.
Wie gesagt, Wünsche, Fragen, Kritik, Anregungen immer gern her damit. Ich versuche euch alles unter dem Video zu verlinken, was so verlinkt werden kann. Hier nochmal, das sind die drei auf der silbernen Base. Das sind die drei auf der Goldglitzer-Base. Alles nachfärbbar, Wunschfärbung mache ich auf. Auch, es ist noch ein bisschen was im Shop, aber der Shop hat sich in letzter Zeit ziemlich gelichtet. Da ist eine ganze Menge rausgegangen, eine ganze Menge verkauft. Da muss ich jetzt so langsam aber sicher nachfärben. Und ja, wenn ihr da Wünsche oder Anregungen habt, auch gerne. Ihr müsst das dann auch nicht kaufen, wenn ihr mir jetzt eine Anregung schickt, welche Farben ihr gut finden würdet. Ja. Genau. Das sind so meine Pläne. Ich warte noch auf die Knitcrat-Wolle, je nachdem welche Farbe. Also eigentlich ist die Farbe egal, die kommt. Daraus, weil es ein Worsted-Yarn ist, wird wahrscheinlich eine Mütze für mich, weil meine Hand gesponnen. Ich weiß nicht, ob ich es hier am Anfang der Folge gesagt habe oder bei den anderen zwei Versuchen, doch etwas löchrig ist, also viel Wind durchlässt und das ist mir ein bisschen zu kalt. Wir haben heute minus 1 Grad, gefühlt minus 6, sagt mein Handy, und da muss was Wärmeres her. Ja. In diesem Sinne, ich werde mir gleich Mittag machen. Der Kleine hat ja schon gegessen. Dann machen wir vielleicht noch ein Mittagsschläfchen, weil wenn ich neben ihm liege, schläft er doch ein bisschen länger. Dann werden wir den Großen abholen und dann ist schon wieder fast Abendbrotzeit, wenn wir wieder zu Hause sind. Also ist der Tag dann auch wieder rum. Wenn die beiden dann im Bett sind, schaffe ich vielleicht auch ein paar Maschen zu stricken oder zu weben. Oder vielleicht hole ich die Handspindel auch nochmal raus. Ich habe ein bisschen weiter gesponnen an dem Kammzug, aber nichts, was sich jetzt lohnt zu zeigen. Ja, zum tausendsten Mal, wie in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Schönes Winterwetter, also wenn es so bleibt, ist okay. Kalt und sonnig, mag ich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich würde mich freuen, den einen oder die andere auf dem Handarbeitstreffen morgen auch zu treffen. Kommt einfach hin. Wir sind eine lustige Truppe. Wir sind daran zu erkennen, dass wir stricken oder häkeln. Oder ich glaube, die Rita, die webt auch manchmal. Kommt einfach zu uns. Wir beißen nicht. Und ja, macht's gut. Handarbeitet schön. Lasst euch nicht stressen. Trinkt viel Tee, Kaffee, Kakao. Und genießt einfach die Zeit mit euren Lieben. Bis demnächst. Ciao.